Hallo und ganz herzlich willkommen zurück. Heute gibt es mal wieder ein Video zum Thema B2-Prüfung. Genauer gesagt schauen wir uns heute Aufgaben zum Hörverstehen an. Ich habe euch da drei Beispielaufgaben rausgesucht. Ihr solltet auf jeden Fall ganz bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn besonders die dritte Aufgabe hat es wirklich in sich. Bevor wir anfangen, vielleicht ganz kurz noch ein paar Worte zu mir und zu Testhelden. Ich bin der Chris vom Testhelden-Team und wir bereiten jährlich tausende Bewerber auf ihre Prüfungen vor und wir haben auch einen super Kurs für die B2-Prüfung entwickelt. Hier habe ich euch kurz mal die Vorteile aufgelistet, die dieser Kurs für euch hat. Ich werde am Ende des Videos da auch nochmal was dazu sagen, aber schon mal der Hinweis, es gibt also von uns auch einen super Kurs. Okay. Dann schauen wir mal in die Aufgabe rein. Das ist also hier unsere Aufgabe. Hör dir das Interview mit der Verkehrsforscherin Frau Lux an. Anschließend werden dir Fragen zu diesem Gespräch gestellt. Ganz wichtig, wir können aus der Aufgabenstellung ja jetzt schon eine Information ziehen. Und zwar handelt es sich um ein Interview. Und wir wissen auch schon, dass die Person Frau Lux heißt und als Verkehrsforscherin arbeitet. Und jetzt hören wir mal rein in das Gespräch. Ja, guten Tag und herzlich willkommen, Frau Lux. Vielen Dank, dass Sie sich hier jetzt die Zeit nehmen, uns heute über die Zukunft der Mobilität in der Stadt ein bisschen zu informieren. Können Sie uns bitte kurz erzählen, was sind denn so Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, vor denen die Stadtverwaltung jetzt steht, wenn es um die Mobilität geht? Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, eine der größten Herausforderungen wird die steigende Anzahl an Autos auf den Straßen sein. Und da müssen wir Wege finden, um die Zahl der Autos in der Stadt zu reduzieren und gleichzeitig natürlich den Bedürfnissen der Bürger nach mehr Mobilität gerecht zu werden. Eine zweite Herausforderung, die ich sehe, ist die ständig wachsende Anzahl an Fahrradfahrern und Fußgängern, die halt die Straßen und Wege benutzen. Wir müssen da sichere und auch bequeme Wege finden, auf denen die sich bewegen können, ohne dass sie sich in Gefahr bringen müssen. Okay, verstehe. Und welche Ideen haben Sie da jetzt so konkret, um jetzt zum Beispiel den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren? Es gibt da viele Möglichkeiten, wie man den Autoverkehr reduzieren kann. Zum Beispiel könnten wir mehr öffentliche Verkehrsmittel anbieten, um die Menschen einfach dazu zu bringen, das Auto auch zu Hause zu lassen. Wir können auch noch mehr Radwege und Fußgängerzonen bauen, um die Menschen zu ermutigen, auf alternative Fortbewegungsmittel auch umzusteigen. Und wir können natürlich auch, also wir müssen die Verkehrsregeln überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um den Autoverkehr zu reduzieren. Na gut, also das hört sich jetzt ja so an, als hätten Sie eine klare Vision für die Zukunft der Mobilität in der Stadt. Aber glauben Sie denn, dass auch der Bürger bereit ist, sich an diesen Veränderungen zu beteiligen und sich anzupassen? Ja, ich denke, die Bürger sind definitiv bereit, sich anzupassen. Ich glaube, dass die Menschen auch die Veränderungen wollen. Aber es ist wichtig, dass die Veränderungen mit den Bedürfnissen der Bürger übereinstimmen, damit sie sich daran gewöhnen können. Wir müssen auch sicherstellen, dass die neuesten Verkehrsregeln einfach zu verstehen und leicht zu befolgen sind. Da stimme ich Ihnen auch voll und ganz zu. Es ist wichtig, dass Veränderungen dann eben nicht nur für die Menschen machbar sind, sondern auch für die Umwelt. Was sind in Ihrer Meinung nach jetzt die besten Optionen, um die Umweltbelastung durch den Verkehr zu reduzieren? Ich denke, es gibt mehrere Möglichkeiten, die Umweltbelastung durch den Verkehr zu reduzieren. Zum Beispiel können wir mehr saubere und emissionsarme Fahrzeuge auf die Straßen bringen, wie beispielsweise Elektrofahrzeuge. Und wir können auch neue Verkehrskonzepte entwickeln, um den Verkehr zu entlasten, zum Beispiel das Carsharing. Außerdem können wir die öffentlichen Verkehrsmittel verbessern, um die Menschen dazu zu bringen, auf sie auch umzusteigen. Okay, na dann wünsche ich Ihnen mal weiterhin ganz viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich danke Ihnen. Okay, das war das kurze Hörbeispiel. Ich hoffe, ihr habt ganz konzentriert zugehört und auch alles gut verstanden. Wir schauen uns jetzt mal die erste Frage an. Frau Lux ist … eingestellt.
was die Anpassungsfähigkeit der Bürger angeht. Hier sollen wir jetzt also ein Wort einsetzen, und zwar entweder das Wort pessimistisch, das Wort optimistisch oder neutral. Also Frau Lux ist eher optimistisch, pessimistisch oder neutral. Und wenn ihr genau zugehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich die Antwort jetzt auch schon gefunden. Frau Lux ist also tatsächlich optimistisch eingestellt. Wir können vielleicht ganz kurz nochmal in das Beispiel reinhören, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. Ich springe gleich mal zur richtigen Stelle. Maßregeln überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um den Autoverkehr zu reduzieren. Na gut, also das hört sich jetzt ja so an, als hätten Sie eine klare Vision für die Zukunft der Mobilität in der Stadt. Aber glauben Sie denn, dass auch der Bürger bereit ist, sich an diesen Veränderungen ja zu beteiligen und sich anzupassen? Ja, ich denke, die Bürger sind definitiv bereit, sich anzupassen. Ich glaube, dass... Genau, ihr habt es gehört. Da hat Frau Lux also gesagt, ja, ich bin davon überzeugt, dass die Bürger sich anpassen werden. Sie ist also optimistisch. Okay, dann schauen wir mal weiter in die nächste Frage. Für wen arbeitet Frau Lux? Für das Verkehrsministerium, für die Stadtverwaltung oder für eine Universität? Das ist auch relativ einfach herauszufinden. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Ganz am Anfang des Gesprächs wird das gesagt. Ihr könnt übrigens gerne auch selbst nochmal in das Video reinklicken. Wir haben euch das Video verlinkt. Das heißt, ihr könnt euch das Hörbeispiel so oft anhören, wie ihr möchtet. Also, hier ist die richtige Antwort für die Stadtverwaltung. Und das kann man rausfinden, wenn man ganz am Anfang des Hörbeispiels genau hinhört. Da wird nämlich Folgendes gesagt. Ja, guten Tag und herzlich willkommen, Frau Lux. Vielen Dank, dass Sie sich hier jetzt die Zeit nehmen, uns heute über die Zukunft der Mobilität in der Stadt ja ein bisschen zu informieren. Können Sie uns bitte kurz erzählen, was sind denn so Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, vor denen die Stadtverwaltung jetzt steht, wenn es um die Mobilität geht? Jetzt hat man es also gehört. Es wird gesagt, dass es um die Stadtverwaltung geht, und aus diesem Kontext kann man jetzt also schließen, dass Frau Lux ebenfalls bei der Stadtverwaltung arbeitet. So, dann haben wir noch eine letzte und schwierige Frage für euch. Was ist nach Frau Lux die größte Herausforderung? Also was meint Frau Lux ist die größte Herausforderung? Streikende Verkehrsbetriebe, strenge Umweltauflagen, eine steigende Anzahl von Fahrzeugen in den Städten oder offene Finanzierungsfragen. Wichtig ist bei der Frage, dass ihr wisst, dass man das Ganze nicht wortwörtlich hört. Also es wird nicht ganz genau das gesagt, was hier erfragt wird, sondern es wird ein anderes Wort verwendet. Klickt euch gerne nochmal in das Video rein, vielleicht habt ihr es auch noch in Erinnerung und versucht mal die richtige Antwort zu finden. Die richtige Antwort lautet jetzt hier: eine steigende Anzahl von Fahrzeugen in den Städten. Und die Frage ist ziemlich schwierig, weil die Frau Lux gar nicht von Fahrzeugen spricht, sondern von Autos. Wir hören mal ganz genau rein, was sie dazu sagt. Ja, guten Tag und herzlich willkommen, Frau Lux. Vielen Dank, dass Sie sich hier jetzt die Zeit nehmen, uns heute über die Zukunft der Mobilität in der Stadt ja ein bisschen zu informieren. Können Sie uns bitte kurz erzählen, was sind denn so Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, vor denen die Stadtverwaltung jetzt steht, wenn es um die Mobilität geht? Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, eine der größten Herausforderungen wird die steigende Anzahl an Autos auf den Straßen sein. Habt ihr gehört? Genau da hat sie es jetzt also gesagt. Die steigende Anzahl von Autos. Und Autos sind ja Fahrzeuge. Dann müsst ihr einfach das Wort Fahrzeug und Auto kennen. Und da könnt ihr die Frage also unkompliziert beantworten. Das waren sie jetzt auch schon, unsere drei Beispielaufgaben aus dem Bereich Hören. Ich möchte euch ganz kurz noch den Hinweis auf unseren Kurs geben. Ich selbst habe den Kurs mitentwickelt. Ich bin gelernter Deutschlehrer. Das heißt, ihr kriegt da wirklich einen Kurs vom Profi. Euch erwarten da 8 Lektionen, 35 Aufgabentypen und Tests. Ihr könnt also sehr viel selbst interaktiv ausprobieren. Und natürlich findet ihr da alle wichtigen Bereiche, die ihr für eure B2-Prüfung braucht. Also Leseverstehen, Hörverstehen, Schreiben.
aber auch zum Beispiel Vokabelübungen. Wir haben euch da die 350 wichtigsten Vokabeln für eure B2-Prüfung zusammengefasst. Die könnt ihr also da nochmal ganz genau üben. Insgesamt in dem Trainingspaket habt ihr übrigens über 2000 Aufgaben. Das heißt, ihr könnt wirklich ganz, ganz viel lernen. Und wenn es mal ein Problem geben sollte oder ihr eine Frage habt, dann erreicht ihr uns immer ganz einfach über WhatsApp oder per E-Mail. Okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es noch Fragen geben sollte, meldet euch gern per E-Mail oder per WhatsApp. Da sind wir immer für euch da. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.